Dieser Hadith ist eine sehr schöne Metapher oder beinhaltet eine schöne Metapher. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschreibt nämlich die Dunya mit zwei Charakteristiken. Er sagt, in der Dunya hulwatun khadira. Die Dunya, hulwa heißt, ist etwas Süßes. Und khadira heißt etwas Grünes. Grün ist eine Farbe, die man gerne betrachtet, die anziehend ist, die schön ist. Genauso wie das Süße ist, etwas ist, was man begehrt. Also der Prophet sagt sozusagen, es ist wie gesagt eine Metapher, die Dunya schmeckt und gefällt dem Auge. Aber interessant ist auch, diese Metapher beinhaltet auch einen anderen Aspekt. Er vergleicht nämlich die Dunya mit dem grünen, mit dem Grünzeug, mit den Pflanzen, mit dem Gewächs. Das ist aber auch vergehend. Richtig? Also auch wenn es schön ist und anziehend ist, beinhaltet diese Metapher aber auch, der Vergleich mit dem Gewächs, dass es eine vergängliche Sache ist. Gleiches gilt natürlich auch für den süßen Geschmack. Inwiefern? Nein, der Geschmack vergeht vielleicht nicht, aber die Nahrungsmittel oder das Süßzeug, wenn es längere Zeit steht, wird es zu Müll am Ende. Deswegen sagten manche der Seller, das ist interessant, es ist vielleicht eine etwas exotische Art, sich zu erinnern, aber die Quintessenz ist richtig. Manchmal, ich weiß nicht mehr, wer das war und wer das überliefert, weiß ich auch nicht. Aber er sagte, dass manche der Salaf gelegentlich zu ihren Freunden sagten, kommt, lasst uns für ein Stündchen gedenken oder lasst uns die Wirklichkeit der Dunya betrachten. Wurde hingeführt? Müllhalde. Das ist auf die Müllhalde geführt. Das ist das herrliche, prachtvolle Essen, das du gestern noch gegessen hast. Am Ende endet das hier. Und das ist vielleicht jetzt nur das Essen, aber im Grunde genommen passiert das ja mit allem, auch mit uns und mit der Vegetation. Es ist immer das gleiche Schicksal. So? Also inna dunya hulwatun khadira. So, er sagt dir, dieser Hadith beinhaltet auch sowas wie ein Hinweis. Du hast eine Aufgabe, aber du wirst von dieser Aufgabe auch abgehalten durch diese Triebe, durch diese Anziehung, die die Dunya hat. Aber deine Aufgabe ist folgendes: inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah wird euch auf diese Dunya setzen, um zu sehen, wie ihr darauf handelt, wie ihr damit umgeht. Fayanzuru kayfa ta'malun. Dann sagt er, fattaqu ad-dunya. Das Interessante ist hier, er sagt nicht fattaqu Allah, sondern fattaqu ad-dunya. Das heißt, der Begriff Taqwa wird auch mit anderen Dingen verwendet, also ist nicht spezifisch auf das Wort Allah begrenzt. Fattaqu ad-dunya, nehmt euch in Acht vor der Dunya. Nehmt euch in Acht vor der Dunya. Wattaqu an-nisa, und vor den Nisa,